Mit denen kann man nicht kommunizieren. Entschuldige bitte. Hör zu, Kumpel. Ich verabscheue normalerweise Gewalt, weil ich meistens den Kürzeren ziehe. Dennoch, wenn du mir nicht sofort meinen Besitz aushändigst, dann werde ich ziemlich ungemütlich. Bitte, würdest du mir wohl mein Bett voll geben? Bitte, bitte, bitte! Es gehört nicht dir. Was? Ich sagte, es gehört nicht dir. Hanoi, alles, was am Strand gespült wird, gehört dem, der es findet. Aber... Das ist doch ganz einfach. Aber... Entschuldige mich jetzt. Also dazu fällt mir nichts mehr ein. Ja, also, es ist doch eine ganz einfache Gelegenheit. Alles, was ich finde, gehört automatisch mir. Finde ich irgendeinen illegalen Download, dann gehört er automatisch mir. Dann gehört es nicht dem Urheber. Eine wunderbare Logik. Tja, aber mehr Aktionsradius haben wir hier leider nicht. Ob wir ihm wahrscheinlich ein Handtuch aushändigen können? Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Oder eine Schaufel. Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Moment mal. Wir haben doch eine Schaufel. Das macht keinen großen Sinn ohne Griff. Das macht keinen großen Sinn ohne Griff. Mist. Aber sonst hätte ich noch einen wunderbaren Vorschlag gehabt. Wir braten ihn eins über und dann hacken wir seinen Kopf mit den Schaufel ab. Entschuldigung, das war ein bisschen zu übermütig, weil, ja, man sollte keine Typen ansprechen, die so überdimensionale Augen haben. Was können wir denn ja eigentlich alles machen, außer mit den Strandsammlern zu sprechen? Was für eine bizarre Idee. Seine Klamotten beweisen einen erlesenen Geschmack. Natürlich. Ich habe nicht die richtigen Werkzeuge für chirurgische Eingriffe. Aber sonst ist hier nicht viel irgendwie. Können bloß bis zum Wasser und mehr nicht. Können auch nicht woanders lang, verdammt. Den kann man das Zeug ja auch nicht klauen, das ist leider auch ein bisschen zwecklos. Hey! Vierauge! Hört sicherlich nicht. Ach, wir können uns jetzt mit denen unterhalten. Ja, fragen wir doch einfach mal. Nein. Wir fragen erstmal nicht störrisch, ob wir das Bett wohl bekommen könnten. Wir unterhalten uns erstmal. Was zum Geier machst du hier? Ich sammle alles ein, was rechtmäßig mir gehört. Alles an diesem Strand. Von Muscheln bis zu seltsamen Dosen. Alles gehört mir. Besonders die Muscheln. Ich liebe Muscheln. Ich liebe sie über alles. Oh Gott. Ich geile mich an Muscheln. Entschuldigung. Ja, Muscheln sind doch ziemlich langweilig und öde. Noch eins mit dicken Dingern. Nee, Entschuldigung. Muscheln sind ziemlich langweilig. Deshalb mag ich sie ja so. Du bist der absolute Loser-Typ. Oh? Ja, vielleicht solltest du eine Tätowierung machen. Keine Chance. Eher unterhalte ich mich mit einer Parkuhr. Das ist eigentlich eine sehr sinnvolle Antwort. Also können wir uns mit dem Strandsammler nicht weiter unterhalten, das ist... Keine Chance. Eher unterhalte ich mich mit einer Parkuhr. Da geht's in einen Dschungel. Was gibt's denn da so Schönes? Den Eingang habe ich noch vorher noch nicht entdeckt. Hey, da ist ja er schon wieder. Ach, den kennen wir ja. Ich glaube, er möchte den Ballon. Ja... Dann holen wir uns den doch mal. Es würde dem kleinen Jungen das Herz brechen, wenn ich den Ballon nehmen würde. Dann nimm doch vielleicht die Schaufel... Das macht keinen großen Sinn ohne Griff. Schaufelspitze mit dem Ballon.
Können wir uns mit denen überhaupt unterhalten? Na gut, Kleiner. Was ist er dir wert? Die Muschel gegen den Ballon? Die Muschel gegen den Ballon. Es würde dem kleinen Jungen das Herz brechen, wenn ich den Ballon nehmen würde. Ups, Moment. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Hey, Kleiner, möchtest du den Ballon haben? Eine richtig kleine Quasselstrippe. Natürlich ist er das. Dafür kriegen wir eine Muschel. Ich werte das als ein Ja. Nimm dich in Acht, Phileas Fogg. Ja. Habe ich gar nicht so genau hingehört. Aber wir haben nun den Jungen den Ballon gegeben und wir haben natürlich der eine Typ, der sich an dem bestimmten Gegenstand aufgeilt. Ich mag Muscheln über alles. Okay, ich höre jetzt auf. Geben wir jetzt mal den Strandsammler die verdammte Muschel. Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Doch, das musst du. Du gibst ihm jetzt die Muschel. Ja, besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Nein. Keine Chance. Eher unterhalte ich mich mit einer Parkuhr. Also laut meiner Logik würde ich ihm die Muschel geben und das gegen das Bettvoll eintauschen, weil er mag ja Muscheln mehr als Bettvoll. Aber offenbar müssen wir noch ein bisschen mehr einsammeln. Wie zum Beispiel, nein, nicht den Höhleneingang, ich meine den Holzstab. Aber das tatsächlich noch ein... Wie zum Geier soll ich einen Höhleneingang aufheben? Weiß ich doch auch nicht. Aber Moment, den Holzstab können wir jetzt kombinieren mit der Schaufel. Spitze. Dann haben wir eine Schaufel. Das ist jetzt eine voll funktionsfähige Schaufel. Supi! Und damit gehen wir nochmal zurück zum Strand, denn vielleicht können wir ja noch was Atemberaubendes graben. Aber ich kann nicht interagieren. Doch jetzt. Vielleicht jetzt? Oh toll! Ich baue eine Sandburg. Jo, mach das. Schon eine ganze Schaufel aus meinem Hut. Ich sage inzwischen nichts mehr zum Hut. Mehrere Stunden später. Ich habe sowas irgendwie vorher gesehen. Oh. Ein Meisterwerk. Ohne Übertreibung. Ohne Übertreibung, okay. Aber was macht das jetzt für einen Sinn? Manchmal verblüffe ich sogar mich selbst. Ja, aber was macht das für einen Sinn? Warum haben wir jetzt eine Sandburg gebaut? Kann mir das jemand erklären? Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Oh, das ist so böse. Simon, mach das nicht. Mach das nicht. Was sagst du denn zu der Falle? Ich hoffe, der Bad Pull Dieb tappt da hinein. Alter Simon, das kannst du nicht machen. Und dann fällt die ganze Sandburg da rein, Alter. Hey, da liegt eine hübsche Muschel auf der anderen Strandseite. Wirklich? Ja, oh mein du musst Gott. Sie dir unbedingt ansehen. Oh mein Gott, sie gehört mir. Oh Gott, oh Gott. Dem hab ich's aber gezeigt. Und wie, das war aber auch wirklich sehr, sehr nett. Okay, jetzt aber schnell das Bettvoll mit. Moment, ich verwechsel das immer noch. Jetzt nehmen wir das Bettvoll mit. Du scheinst in ein Loch gefallen zu sein. Wie konnte das bloß passieren? Danke, dass du auf mein Zeug aufgepasst hast. Was ist mit meinen Muscheln und dem anderen Kram?
Na, oh ja, warte. Oh. Halt, halt. Das wäre aber gar nicht nett, was du davor hast, oder? Dieser Spinner hat es nicht anders verdient. Das ist deine Chance, es ihm heimzuzahlen. Simon tut so etwas nicht. Er ist ein lieber, braver Junge, oder? Ach nee. Was weißt du denn schon? Los, Simon, zeig dem Burschen, was eine Hake ist. Yep. Leg dich nie mit großen Jungs an, Kumpel. Okay, ja, wir haben es denen nun endgültig gezeigt. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, er würde jetzt noch die ganze Sandbox da mit dem Loch zubuddeln, mit den Typen da drin. Das wäre ja noch teuflischer, als ihn mit einer Schaufel da zu erschlagen. Also er hat auf den Teufel gehört und naja. Simon dürfte definitiv in 2 Jahren Dungeon Keeper lieben über alles. Also 1995, in das Spiel erschien 1997, also 2 Jahre. Ja, was kann man denn noch so Schönes machen? Ich wüsste nichts anderes, als jetzt noch in die Höhle reinzugehen, aber gibt's hier unten noch was? Man weiß ja nie. Schöne Musik übrigens. Yep, hier gibt's Tatsache was. Ein... Das ist ein Hund? Warum ist das ein Hund? Ich gehe nicht an diesem Hund vorbei. Er sieht bissig aus. Ja, der hat sogar einen überdimensionalen Kopf. Dann würde ich doch mal lieber vorschlagen, dass wir in den Höhleneingang gehen. Schön dunkel hier übrigens. Oh, die Musik gefällt mir irgendwie. Jetzt nehmen wir mal die Flasche. Was auch immer das ist. Wer zum Geier stört mich hier? Ich bin im Urlaub. Hast du nicht die Nachricht auf meinem Anrufbeantworter gehört? Nein. Keine Ruhe. Ich finde einfach keine Ruhe. Ich hätte auf meine Mutter hören sollen. Was hat deine Mutter denn gesagt? Nun, sie sagte, gehe niemals in den öffentlichen Dienst, Fred. Man wird dort nie in Frieden gelassen. Das ist wahr. Fred? Hast du ein Problem damit? Nein, 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 der Name ist schon okay. Gut, nun kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Ja, im öffentlichen Dienst wird man nie in Ruhe gelassen, das ist irgendwie wahr. Auch fragen wir doch einfach mal, ob er sagen kann, dass wir 3 Wünsche frei haben. Oh, du könntest sagen, ihr habt 3 Wünsche frei, Meister. Ich könnte vielleicht, aber leider gibt es momentan ein paar Probleme. Warum? Wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, lebe ich zurzeit in einer Whiskyflasche. Daher habe ich nun meine 5 Sinne nicht immer ganz beisammen. Du bist sozusagen gerade mehr eine Art Genie. Was? Whisky wäre die treffendere Wahl. Wie dem auch sei, ich übernehme keine Garantien. Also, was möchtest du? Och nö, das 2. wünschen wir uns nicht. Nein, das machen wir nicht. Obwohl, es wäre mal wirklich lustig, was passieren würde, wenn wir genau das anklicken. Wer weiß, das könnte ich mal später machen. Aber da muss sich irgendjemand daran erinnern. Dass meine Klamotten ab sofort der neueste Modetrend sind. Nee, das wäre bescheuert. Ich würde mal sagen, das 1. klingt sehr sinnvoll.